Heute bei Was ist los zu Gast? Es ist eine Riesenehre für mich. Martin Wacker, ein Partner durch und durch. Ich könnte jetzt einfach schon 5 Minuten im Intro schwätze, was er alles macht. Danke für die Einladung erstmal. Ja, also Schauspieler, Musiker, Fest von das Fest, Fest von Chef von eigentlich allem. Der Chef von Baden, kann man schon fast sagen. Ganz so ist es nicht. Ich versuche mich halt maximal einzubringen und ich könnte es ohne tolle Leute nicht. Also ich sage immer, ich bin eigentlich sowas wie, denke ein ziemlich guter Trainer und versuche Leute zusammenzubringen, die Mannschaftslinie nicht spielen. Und dann kommt in der Regel was Gutes dabei raus. Ja, ich meine, ich persönlich bin ja auch KSC-Fan, da kennt dich ja eigentlich auch jeder als die Stimme vom KSC. Und ich meine, man bekommt immer Gänsehaut, wenn du die Mannschaftsvorstellung vorlässt mit den drei geilsten Buchstaben. Aber ich persönlich bin mit dem Martin Wackers das erste Mal so richtig in Berührung gekommen als Schauspieler, als Fan und als Kind aufgewachsen mit den Fallers. Ach, Wahnsinn. Ja, Ja. dass du das noch weißt. Sind wir übrigens ein Paar noch? Also, Natürlich, aber ja. ich meine, ich habe mich immer gefreut, wenn jedes Jahr der Martin Wacker gekommen ist. Ich weiß gerade, Die Bachner Fahrt, ne? als Hannes oder Hannes ich Hölzel, jawohl. genau mit dem Karl der Bachner gefahren bin. Genau. So, Genau. also ja, wie war das eigentlich damals so? Das war bestimmt auch irgendwie Gaudi damit zu machen, oder? Das war eine Riesengaudi. Vor allem war das für mich bei den Fallers mitzumachen, war natürlich auch ein Stück weit. Ich mache ja eigentlich Kabarett und dann ist man auf Ja. mich aufmerksam geworden. Man hat jemanden gebraucht, der das lustig rüberbringt und auch eine witzige Figur ist. Und es war eine große Ehre, mit den tollen Leuten zusammenzuarbeiten, wo auch Freundschaften geblieben sind. Peter Schell hat er dann später im Sandkorn gespielt, wie du Genau, da wahrscheinlich war ich weißt, auch ne? dort mit vom Harald Mit dem Hurst. Harald Hurst. Also Das. das hat auch wieder neue Wege ergeben. Und diese Dreharbeiten haben super Spaß gemacht. Ich habe diese Bachnerfahrt gemacht in Schramberg mehrfach und vor allem eine riesige lange Strecke, ich glaube 7 oder 8 Episoden, habe ich ja auch die Schwarzwald-Modelleisenbahn gebaut. Und der mir den Raum vermietet hat, war der Andreas Müller, also als Schauspieler. Ach so, echt? Ja, und der Andreas und ich, also so viel Gaudi wie bei den Dreharbeiten mit dem Andreas Müller, habe ich selten erlebt. Also auch das war eine glückliche Fügung und vor allem hat es einfach Spaß gemacht. Es muss auch alles ein bisschen Spaß machen. Das ist ganz wichtig Ja. natürlich, gerade bei dir, weil du machst ja auch so viel. Schauspiel machst du ja auch noch relativ viel, aber mehr so in den Theaterbereich, gerade so im Sandkorn-Theater, was ja auch du dir die Flagge auf den Kopf geschrieben hast, sozusagen, Absolut, ne? genau. So. Ja, das Sandkorn liegt mir halt sehr am Herzen. Ich habe als kleiner Bub schon gern Theater gespielt. Dann durfte ich im Kinderstück im Sandkorn damals mitspielen. Dann bin ich langsam da reingewachsen und habe ein eigenes Kabarett vor 30 Jahren, dann Kabarettduo Rastetter und Wacker, was es ja auch schon Ewigkeiten gibt, Ja. gegründet. Und als vor 3 Jahren das Theater in der vorhergehenden Konstellation pleite gegangen ist, habe ich dann nachts telefoniert und so Kumpels gesagt: Leute, das geht so Das nicht. müssen Und wir retten. dann haben vier wackere Musketiere das Theater tatsächlich übernommen, gekauft, aus der Insolvenz geholt und neu aufgemacht. Und trotz Corona geht es uns gut und jetzt hoffen wir, dass wir in eine neue Spielzeit kommen. Ja. Kulturretter wie mit allem. Ich meine, du hast auch schon das Fest gerettet, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir auch noch, ja, ein bisschen chronologisch von mir jetzt. Ich meine, und dann kam es natürlich mit dem KSC, ne? Da bist du ja auch schon lange mit, ja, mit Leib und Seele, mit Herz. Jeder Eine kennt dich und 21 Jahre, das muss man sich vorstellen. 21 Jahre Es schon. gibt auch so, ich werde ja oft darauf angesprochen, dann sagen auch Leute, die 20, 22, 25 sind, die sagen: Mensch, deine Stimme, das ist der KSC, ich Ah habe nichts ja, anderes gehört, ja, und das natürlich. verbinde ich damit. Ich habe dann zwischenzeitlich mal gedacht: Mensch, jetzt bist du so lange dabei, aber ich habe dann auch mal aus wirklich schweren privaten Anlässen, wo ich einfach nicht ins Stadion konnte, habe ich dann Kollegen auch hingeschickt. Und da haben die Leute sich gleich Sorge gemacht, Naja, fragt, wo ist denn, das wo. geht nicht. Das geht nicht, genau. Also das rührt mich auch immer sehr und ich mache es aus großer Überzeugung. Das Einzige ist halt, dass ich halt nicht so arg jubeln und schreien darf, wie ich die 20 Jahre vorher geschrien habe, als ich dann als Fan im Stadion war. Klar, Muss mich sehr im Zaum das halten. ist, Also. das glaube ich. Die drei geilsten Buchstaben im Fußball, KSC. Was war für dich, ich meine, das ist schwer zu sagen, weil du warst immer dabei. Was ist für dich der prägendste Moment gewesen beim KSC? Positiv. Also positiv werden jetzt viele denken, es waren die großen Bundesliga-Aufstiege, es war auf dem Rathausbalkon vor 30.000, wo ich ja dieses Karlsruhe, Mit Mike Franz und mit den genau, anderen, ne? da sind Sprüche in dieses Ja. Karlsruhe, Karlsruhe Wechselgesang, das war damals, das war alles emotional, aber
ich finde es immer emotionaler, wenn man kurz vor der Klippe zum Abgrund steht und es dann noch schafft. Vielleicht hast du noch Erinnerungen. Gegen Nürnberg zum Beispiel. Nee, 2004 gegen Alemannia Aachen. Ach so, ja. Die kamen zu uns mit 15.000 Fans. Ja. Wenn die gewinnen, sind sie in der Bundesliga. Wenn wir verlieren, steigen wir in die Liga ab. Und wir waren, auf uns hat, glaube ich, keiner 10 Pfennig gesetzt. Ja. Und dann das Ding 1-0 zu gewinnen. Connor Casey hat übrigens das Tor gemacht, das vergesse ich nie. Da ist so viel Last abgefallen. Ich kann dir auch sagen, warum. Da geht es dann nicht um den Fußball, da geht es um die Menschen auf der Geschäftsstelle, um die Kartenverkäuferin, weißt, um diese ganze Existenz auch. Um die Familie, ne, um die Familie, in der ich auch hänge. Beim KSC ist es auch sehr familiär. Ja. Und damals wäre alles kaputt gegangen. Und das ist für mich der prägendste Moment gewesen, dass wir damals nicht in den Abgrund gerutscht sind. Und was war für dich der schlimmste Moment? Klar, Abstiege sind immer schlimm. Das schlimmste Moment war, aber ich weiß, dass es nicht unsere Fans waren, aber nach dem Regensburg-Spiel gab es ja die Krawalle auf dem Platz und so weiter. Der Platzsturm war es gar nicht. Der war auch schlimm, keine Frage. Aber das wir, waren, ja dann, Spiele, wir waren dann ja da hinten verrammelt in der Kabine und vor den Toren waren auch Fans, die protestiert haben. Alles noch verständlich, ja, aus der Enttäuschung. Und dann bin ich mit dem Jaschi, guter Kumpel bis heute, haben wir gesagt, komm, Captain. Wir laufen jetzt an den Zaun und versuchen, Kontakt herzustellen. Ja, ja. Und dann flogen Dinge. Ja, mir knapp am Kopf vorbei, dem Jaschi. Später hat sich herausgestellt, es waren Fans von befreundeten Vereinen, die da mit in der Gruppe waren. Also gar nicht die eigenen, die hätten nie auf den Jaschi was geworfen oder auf mich. Mhm. Aber das war eine Nacht, da bin ich morgens um 5 oder 6 nach Hause. Und das waren ganz bittere Momente tatsächlich. Ne? Mhm. Ich meine, wir hatten ja gerade beim KSC viele besondere Spieler, die groß geworden sind oder generell einfach nur besonders waren. Ich meine, klar, besondere Spieler, da kann man viele nennen. Also, ob es jetzt der Ruben Hennings war, der Jaschwili sowieso oder ja, der Hakan, der Lars Stindl, ne? Da gibt es ja einige. Aber absolut. Da könnten wir jetzt gerade so weitermachen. Ne? Ja, aber gibt es da irgendwie einen Spieler für dich, wo du sagst, okay, das war jetzt ein ganz besonderer Typ? Ja, die alten Haudegen auch. Also so Anfang der 2000er, als ich ja das Amt übernommen habe. Ne? Stefan Kunz war der Trainer. Mhm. Thijs Watering, ein irrsinniger Typ. Libero. Mit Marco Krimno. Werner Heinzen war ein Riesentyp. Bruno Labbadia war unser Stürmer. Bei der Aufstiegsfeier damals im Clubhaus habe ich aus seinem Kickschuh Champagner getrunken. Ist auch unvergesslich. Und das sind die Typen, Thorsten Kracht und wer da alles dabei war. Ja, und, stimmt, und es sind die Typen, die ich am meisten mag, sind jetzt nicht die Edelfiligrantechniker. Da könnte man viele nennen, der Tamás Hajnal oder auch der Hakan. Ja. Nein, es sind eher die Werner Heinzens, die Mike Franzens, die Dominik Peitz, diese Jungs. Weil die neben der fußballerischen Qualität, die sie auch haben, vor allem eins immer hatten, Charakter und Herz. Ich finde, das passt zum KSC. Wir sind keine Mannschaft von Filigrantechnikern, wir sind eine Mannschaft, die aus wenig viel macht und das kriegst du nur mit großer Überzeugung hin. Und so lebe ich auch mein Leben, ob es das Fest ist oder ob das die anderen Sachen sind, die ich mache oder ob das auch das Theater ist. Das ist kein Staatstheater, das ist eine kleine Einheit, wo tolle Leute mit Herz dabei sind. Und solche Fußballer, das sind, mit denen ich heute noch Kontakt habe, das sind einfach meine Lieblinge, immer. Mhm. Ich habe auch mitbekommen, dass du ja gerade wieder neue Songs vorbereitest, machst auch Musik, Badische Bluesverschwörung. Ja. Erzähl mal da ein kleines bisschen was zu dem Projekt. Badische Bluesverschwörung ist auch so ein typisches, so wie die Falle, so ein typisches Projekt, da bin ich, wie das mir oft passiert, durch viel Offenheit und gute Laune dazugekommen. Im Kindergarten war ein Vater, ein begnadeter Gitarrist, Martin Knoch, der wirklich, also einer der besten Musiker, die ich kenne in Karlsruhe. Und dann war Kindergartenfest, das war schon ewig her, 10 Jahre. Meine Kinder sind lange nicht mehr im Kindergarten und dann haben wir beschlossen, wir singen Songs und zwar von Wolle Kriwanek. Ist ja vielleicht, das ist ein Schwaben Rocker. Ich muss die Straßenbahn noch kriegen. So, diese Dinger. Da haben wir das gesungen, 3 Lieder. Die Leute waren begeistert. Und dann haben wir hinterher gesagt, der Martin und ich, der ist auch Martin, irgendwann machen wir mal eigene Songs. Mhm. Und vor 2 Jahren, wie so ist, ruft er mich an und sagt, du wärst jetzt mal nicht so weit. Und dann haben wir angefangen, die Dinger zu schreiben, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Also echt badisch. Ja. Und da gibt es Songs, zum Beispiel Sag nicht Badenser, wo, also aufpassen, ne? Sonst gibt's was. Das heißt auch nicht von Furzer. Genau. Und diese ganze badische, und dann haben wir ein Konzert gemacht, erst bei uns im Garten, mit Freunden. Ja. Die waren völlig außer sich, waren genial. Ja. Dann
in einem kleinen Museum, 50 Plätze, 200 Leute waren da. Und dann haben wir gemerkt, es waren alle Konzerte ausverkauft, wir haben eine CD gemacht, die ist auch schon vergriffen. Ja, ja. Und jetzt haben wir schon wieder mehrere Termine gekriegt und das macht mir einen irrsinnigen Spaß. Also Badische Bluesverschwörung wird zum Kult. Coole Sache. Ja, weiteres Projekt von dir, hast du eben schon angesprochen, das Rastetter und Wacker Projekt. Ne? Das gibt es ja jetzt auch schon sehr lange, war auch schon wirklich erfolgreich. Ich habe es auch schon live gesehen. Kommt da demnächst wieder was, wenn ich meine, wenn man wieder auf die Bühne kann, wird da auch wieder was kommen, oder? Ja, wir wollen jetzt unser Programm, was wir ja unterbrechen oder abbrechen mussten, Kabarettnotstand, machen wir, nehmen wir wieder auf im Winter, weil da ist noch viel Potenzial da. Und nächstes Jahr wollen wir dann ein komplett eigenes Programm machen, so wie du es wahrscheinlich auch gesehen hast, mit viel Comedy, mit Parodien. Also was so unsere Fans auch erwarten, das wäre dann, glaube ich, schon das 16. eigene Programm, das wir auf die Beine kriegen. Aber das muss geschrieben werden, entwickelt werden. Und du merkst ja, ich habe ja schon immer viel zu tun auf allen Ebenen. Und ich muss dann für auch Zeit haben und Muße. Also mein Prinzip war auch immer, wenn ich was nicht 100% machen kann oder wenn ich nicht merke, das wird jetzt gut, dann lass es lieber bleiben. Und von daher, gut Ding will Weile haben. Ich denke mal, 2022 gibt es was Neues. Ganz wichtiges Ding ist auch, dass das Fest findet ja leider dieses Jahr natürlich wieder nicht statt. Ja, aber traurig. Ich meine, du warst ja eigentlich mit unter der oder mit deinem Team, der es vor ein paar Jahren gerettet hat. Und das wirklich so in so kurzer Zeit so gut entwickelt hat, mit Ticketverkäufen, mit dem neuen Konzept. Ich meine, das ist ja jetzt auch sehr oft ausgezeichnet worden als besonderes Festival. Jeder kennt das Fest, jeder geht gern hin, jeder, ja, also was sind denn jetzt eigentlich noch die Ziele, die man da erreichen möchte? Mhm. Weil man ist ja eigentlich wirklich mit der Location und auch mit dem Booking schon wirklich an der Grenze, kann man sagen. Ja. Aber gibt es denn da irgendwie noch was, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt noch hin oder irgendwie? Ja. Irgendwie, ja. Also ich glaube, das Prinzip muss beim Fest sein, wie bei vielen Dingen. Und das liegt an der Zeit, in der wir leben, nicht immer größer, schneller, weiter. Optimierung. Ja, Optimierung vor allem auch jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Na, da kommen viele Menschen zusammen. Wie viel Müll machen die? Wie kann ich das vermeiden? Wir haben jetzt schon Zuckerrohrbecher, wir haben jetzt schon Maisstärketeller, wir haben fair gehandelten Kaffee, die Fanshirts sind aus Biobaumwolle. Und da versuchen wir noch viel, viel mehr zu machen. Also mir geht es auch darum, die Leute sollen sich wohlfühlen. Wir haben im Moment 40.000 Leute am Hügel an einem Abend. Ich vermute, nach Corona gibt es neue Vorschriften für Hygiene und Abstand. Vielleicht sind es dann weniger, aber lieber weniger, die sich besser fühlen, die gescheit aufs Klo können, wenn sie Bier trinken, das ist auch wichtig. Ja, die einfach sagen, ich komme mit der Familie. Mein oberstes Prinzip ist immer, das Fest ist für alle da. Da will ich haben, dass der Opa mit dem Enkel kommen kann und nicht Angst haben muss. Genau. Und das wird immer mein Ziel oder das Teamziel sein. Das ist nie mein Ziel alleine, sondern Ziel des Teams, dass wir optimieren und das, was für die Leute am schönsten machen. Ich muss das Fest auch nicht für mich schön machen, weil die Bands, die da spielen, muss nicht immer mein Geschmack sein. Ich muss gucken, was ist für die jungen Leute gut, welche Bereiche müssen wir abdecken und die müssen sich wohlfühlen. Das ist immer mein Blick auf das Ganze. Ne? Ich meine, du hast ja wirklich auch gute Leute um dich rum, sei es jetzt von den Planern und auch von den Bookern oder so. Das sind ja wirklich, was man da sehr hat in den letzten Jahren, das war ja wirklich gerade auch für ein Festival, was ja auch von der Person her begrenzt ist, ja, ist ja der Wahnsinn. Ich bin dir dankbar, dass du das sagst, dass ich mit den Leuten um mich herum, viele sagen dann zu mir, buch doch mal die Band oder wie wär's denn, sag ich, Leute, das ist nicht mein Fachbereich, ich mache das, was ich kann. Ich kann das Ganze zusammenhalten, organisieren, Sponsoren einwerben und einer muss die Mütze aufhaben, ne, am Ende, aber die Hauptbühne bucht ein Experte, die Feldbühne bucht der Jochen seit Ewigkeiten, die DJ-Bühne buchen natürlich DJs, nicht ich. Ich bin 53, muss keine DJ-Bühne buchen. Dann gibt es eine Theaterbühne. Ich vertraue den Experten. Ja, wir reden da natürlich drüber, dass die Mischung stimmt. Aber für mich ist ganz wichtig, man trifft nur in der Gruppe gute Entscheidungen. Das ist gerade auch so. Im Stadtjugendausschuss schon seit Jahren. Natürlich. Top-Leute, ich meine. Genau. Ja, ich habe auch schon sehr viel mit Jochen zusammengearbeitet oder mit dem Jumpes sowieso. Das sind absolut. Ja alles super Leute, die das ja tagtäglich auch machen. Und nur so mit so einem Team geht's, ne? Ja. Ich meine, ein anderes großes Projekt, wo sich auch erst in den letzten paar Jahren entwickelt hat, die Karlsruher Schlosslichtspiele. Ich meine, das war ja eigentlich der Wahnsinn. Ich meine, man ist ja bestimmt auch nicht so in die, da hat halt mal jemand eine Idee gehabt, ne? Ja. Und dann hat man dann, okay, das probieren wir mal aus. Peter Weibel hat eine Idee gehabt, aber dass das dann wirklich, was weiß ich, New York Times in Asien auf der Titelseite ist und ich habe das ja gesehen und habe gedacht,
Das ist ja einfach nur verrückt. Ich meine, klar, das Konzept ist super, das Schloss ist toll, der Platz ist da, den Leuten gefällt es, aber das ist ja. Da ist eine glückliche Fügung auch wieder, Ja. ne? Weil der Peter, ich habe den Stadtgeburtstag in Karlsruhe organisieren dürfen mit einer großen Mannschaft und dann kam der Peter Weibel mit der Idee um die Ecke, ne? Und dann siehst du das ja erstmal nur auf so einem kleinen Laptop, so ein kleiner schmaler Und Streifen. dann denkst du erstmal, okay. Wirkt das, wird das was? Und dann war die Probe vor dem Schloss, die 24 Beamer, 480.000 Ansilume auf dem Schloss, also gigantisch. Dann schalten die zum ersten Mal die Beamer an, dann siehst du das zum ersten Mal Die und Wucht denkst, dann. das kann nicht wahr sein, das ist fantastisch. Und das war ja geplant für einmal, nur für den Ja. Stadtgeburtstag. Dann war das ja so ein Riesenerfolg und dann haben wir es dem Gemeinderat vorgeschlagen, machen wir es nochmal einmal noch, aber dann ist es vielleicht ausgelutscht. Ja, Und aber dass das so wird, jetzt das hat. ist brutal etabliert, in der ganzen Welt bekannt. Und was mich halt sehr stolz macht, in so kurzer Zeit eine neue Festivalform halt auch erarbeitet zu haben, wirklich ohne jede Grenze hinzukommen. Also da liegen die Studis vom KIT auf der Decke und nebendran sitzt der Professor. Ja, klar. Da kommen alle, die Familien kommen zusammen, die Ältere bringen ihren Klappstuhl mit und du hast eine tolle Atmosphäre. Und vor allem ist mir eins so wichtig gewesen, der Schlossplatz war bis dahin oft abends ein bisschen dunkel. Das war nicht so ein Ja, Treffpunkt. Der ja. Schlossgarten am Tag und dann ist man eigentlich so Richtung Stadt gegangen. Und wir haben diesen Schlossplatz, Herz der Stadt Karlsruhe, wieder wach geküsst, das Schloss wieder in den Mittelpunkt gerückt. Bei euch in Rastatt ist das Schloss auch sehr nah, schon stadtnah, gibt ja inzwischen auch gute Konzerte dort. Ja. Aber mir war wichtig, auch das Schloss in Karlsruhe wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und es ist uns wirklich gut gelungen. Also auf das Konzept bin ich unglaublich stolz. Auf jeden Aber Fall. wir haben halt das ZKM auch in der Stadt und das Die muss man auch Experte und zeigen. die Kontakte, Genau. ich meine, wo gibt es denn sowas? Ne? Ich meine, da muss Ja. man das auch nutzen und ich glaube, das ist euch oder eurem Team perfekt gelungen und ich Und glaube, da auch das wieder die wird auch. Arbeitsteilung. Das ist mir so wichtig. Der Peter Weibel ist der Experte, das ist der Kurator. Man kann sowas nie allein machen, das ist Und ja klar. wir sind die Produzenten und wir sorgen oder ich sorge dafür, dass das dann auch an der Stelle funktioniert. Und das ist eine gute Arbeitsteilung. Meine, Karlsruhe präsentiert sich ja sehr oft auch als Sportstadt. Ne? Ich meine, manchmal hapert es vielleicht noch ein bisschen bei manchen Profisportarten. Ich meine, es kann ja immer besser werden, aber wir sind ja jetzt alle froh, dass wir jetzt auf jeden Fall ein tolles neues Stadion bekommen. Es wird Das wirklich ging toll. ja wirklich, Wow. ja, ging ja wirklich jahrelang. Und ich Ja. meine, es wurde ja auch noch eine neue Ballsporthalle gebaut, was ja auch eine tolle Sache ist. Aber seit 2015 gibt es ja, ich meine, das war ja anfangs dann auch ein Problem, als dann die Europahalle zugemacht hat. Ne? Du weißt es ja am besten, aber seit 2015 gibt es ja auch das Indoor-Meeting, wo du ja auch mit unter das Gesicht bist oder die Fahne hochhältst und leichtathletisch im Weltformat. Wie siehst du das Event in der Zukunft? Ich meine, ja, das ist ja auch wirklich so ein Event, wo Karlsruhe international wo man die Auge drauf hat. Ne? Ich Ja. meine, von zweite Liga, Bundesliga, zweite Liga Basketball und so weiter. Das klar, das interessiert Deutschland schon, aber das ist halt auch wieder was von Weltformat. Ne? Ja, vor allem die Landkarte. Ne? Es gibt ja nur sechs Meetings in diesem Status. Das Ja. eine ist in der Stadt New York, London, glaube ich, noch was, gell? Glasgow Glasgow, und ja. Glasgow. Dann haben wir Karlsruhe, Lyon, Frankreich, Touron in Polen. Und da spielen wir mit in dieser Liga. Und das ist eine glückliche Fügung und eigentlich auch aus der Not geboren. Die Europahalle war damals gesperrt. Das hast du ja angesprochen. Ja. Da gibt es auch Situationen, die nicht so angenehm sind. Das war, glaube ich, wegen Bülent Ceylan seiner Feuershow, glaube Ja, ich. auf Da jeden war mal Fall was, ne? war das Ding zu. Und ich werde nie vergessen, ich war an dem Tag, an dem die Entscheidung fiel, war ich in Zürich, weil der Alain Blondel, auch da die Arbeitsteilung der Experte, wie Peter Weibel Schlosslichtspiele, die Musikexperten beim Fest, also das zieht sich bei mir durch, ja, Klar. war ich bei Alain. Der war Sportchef bei der Europameisterschaft in Zürich. Und wir hatten ein Vertragsgespräch dort. Ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, dann reden wir mal über das nächste Jahr in der Meeting. Und an dem Tag, wo mir der Sitz am Zürichsee klingelt, Handy, Ja. Europahalle sofort gesperrt. Und jetzt. Und jetzt. Und an dem Abend haben dann wir beide den Plan entwickelt. Ich habe gesagt, Alain, was machen wir jetzt? Weißt du eine mobile Bahn? Vielleicht kommen wir in die Messehalle. Und dann hat er gesagt, in Göteborg liegt eine. Von der Europameisterschaft, die war das Jahr vorher, die war da in einem Flugzeughangar Und habt ihr die gelegen. abgeholt? Und dann sind wir nach Schweden geflogen, haben das Ding angeguckt. Dann musste die Bahn zum Hersteller nach Estland gefahren werden,
aufpoliert. Wurde dort aufpoliert, für Karlsruhe bereitet und dann mit Sattelschlepper nach Karlsruhe gefahren. Ein wow. Irrsinnsunterfangen. Aber da das eine EM-Bahn war. Musste ja bestimmte Normen. Ja, und hat dann der Weltverband gesagt, die haben in Karlsruhe plötzlich so Weltniveau, die nehmen wir jetzt in die Diamond League auf von der Leichtathletik. Und bumm, haben wir aus der Not dieses Ding geschafft. Und ich sehe das Meeting auch in der Zukunft. Also wir haben die Zusage durch auch die sportliche Qualität, dass wir in dieser Liga bleiben. Und deswegen sehe ich das Indoor-Meeting gut gesettelt. Vor allem muss ich immer eins betonen, das machen wir auch für den Leichtathletikstandort Karlsruhe. Die LG-Region Karlsruhe ist auf Platz 6 in Deutschland bei der Leichtathletik. Wenn der KSC Sechster wäre in der Bundesliga, dann wäre die Stadionentscheidung noch leichter gefallen. Also die Leichtathletik hat einen Stellenwert und die brauchen eine Präsentationsplattform und das ist unser Indoor-Meeting. Ja, auch für die Sportstadt Karlsruhe. Absolut, natürlich. Ganz wichtiges Aushängeschild oder das wichtigste Aushängeschild. Du hast ja früher schon viel beim Radio gearbeitet, aber ein Projekt, was auch immer so rüberkommt, auch wieder ein Herzensprojekt von dir, ist die Martin-Wagger-Show. Ich meine, unsere Show kommt auch immer sonntags, aber sonntags morgens immer die Martin-Wagger-Show auf der Neue Welle. Schau mal, wirklich tolle und klasse Gäste da. Wie ist denn das bei dir? Ich meine, produzierst du das auch immer alles selber und oder hast du da auch ein Team? Weil das, ich weiß ja selber, was das Arbeit macht. Ne? Und du bist ja auch dauerhaft am Arbeiten, aber erzähl mal da ein bisschen was. Oder gibt es da irgendwie noch einen Gast, den du unbedingt mal noch einladen würdest, wo du noch... Oh ja, da hätte ich viele Wunschvorstellungen. Ich bin großer Udo Lindenberg-Fan, den würde ich mir unbedingt mal wünschen. Ja. Aber die Gäste kommen ja eigentlich weitestgehend aus der Region. Aus der Region, klar. Also ich halte ja auch die Region sehr hoch, so wie du auch. Und das, ich schätze unsere Region, ich schätze die Leute dort. Der Julian Linder ist mit mir gemeinsam für die Gästeauswahl zuständig. Da kommen auch viele Vorschläge von außerhalb. Grüße an dich, Julian. Ja, Julian, alles Gute. Ja, Topmann. Auf jeden Fall. Und dann gucken wir, passt es nicht. Ein bisschen ausgewogen, Frau Mann. Mhm. Dann auch Themen, die auch ein bisschen zu mir auch passen vom Gesprächsverlauf. Und da haben wir, ich glaube, wir sind jetzt bei der 120. Sendung so langsam angekommen. Das ist schon Wahnsinn. Und, aber es ist auch ein Format, würde ja auch so gehen, du lernst Leute kennen, das dient doch wieder ein bisschen Netzwerk. Ganz wichtig. Und ich schätze das sehr. Und ich, wie gesagt, also wenn es in die Region ist, wäre Udo Lindenberg ein Traumkandidat, gar keine Frage. Und in der Region gibt es immer wieder Neuentdeckungen. Mir ist schon ganz wichtig, nicht bloß Stars einzuladen, sondern auch Leute, die was auf die Reihe bringen, die ein tolles Projekt haben, die vielleicht auch einen Schicksalsschlag haben und es mit anderen teilen wollen, um ihnen zu helfen. Also das ist Motto dieser Sendung und ich bin froh, das machen zu dürfen. Ja, also ich höre es mir immer auf YouTube dann danach, weil meistens ist dann sonntags dann im Radio dann doch nicht immer ganz so. Und das Video ist noch ein bisschen spannender, das sieht man die Leute auch noch. Das ist mir auch immer das Coole. Deswegen haben wir auch eine Podcast-Videoshow, dass man die Leute auch sieht und nicht nur hört. Ne? Mhm. Du engagierst dich auch sehr viel für soziale Projekte und für den guten Zweck. Mhm. Was liegt dir da besonders am Herzen und warum? Also, dass ich das mache, liegt einfach daran, dass ich selbst... nicht in der goldenen Wiege geschaukelt worden bin, sondern ich komme aus einem richtig tollen, aus einer tollen Familie, Arbeiterhaushalt. Wir haben uns alles erkämpfen müssen, waren drei Brüder zu Hause. Und ich bin nicht groß geworden, wo alles eine Selbstverständlichkeit war. Und bei uns wurde immer zu Hause beigebracht, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man helfen. Ja. Jetzt ist man dann über die Jahre ein bisschen bekannter geworden und hat auch Möglichkeiten, was zu erreichen. Und dann kamen so die ersten Ideen. Willst du nicht Benefizauktionen machen, Bilder versteigern? Habe ich gesagt, mache ich sehr gerne. Und dann habe ich das über fast ein Jahrzehnt gemacht für Ärzte für die Dritte Welt, hohe Beträge ersteigert. Dann beim Fest können wir dann eine Benefizgeschichte dranhängen, Entenrennen haben wir dann erfunden, haben wir bis heute 250.000, 300.000 Euro haben wir da für die gute Sache eingeworben. Und dann kommst du mit Organisationen in Kontakt, beim Entenrennen war das. Philipp und Freunde, da geht es um spinale Muskelatrophie, eine schreckliche Erkrankung, wo die Kinder Muskelschwund haben. Mhm. Und hatten wir auch im Freundeskreis ein Ehepaar, die betroffen waren über ihr Kind. Und da habe ich gesagt, helfe ich gerne. Wurde dann auch Vorsitzender sogar der Deutschen Muskelstiftung, bin ich bis heute und versuche da Geld einzusammeln. Und so haben sich viele Projekte entwickelt. Beim Rainer Scharinger bin ich mit großer Euphorie dabei. Und mir ist es wichtig, da auch was immer wieder zurückzugeben. Ja, klar. Du hast auch eine Riesensammlung an, gerade aktuell wieder an Donald Duck oder Sachen aus Entenhausen. Du hast auch schon mal ausgestellt gehabt im
RP, glaube ich, am Genau. Rondellplatz war Ja, es, gell? ja. Woher kommt denn die Begeisterung? Ich meine, du bist ja da wirklich ein richtiger Experte, wenn schon Leute von anderen Städten oder aus Württemberg auf dich zukommen und sagen, ey, gib mal Ja. dein Zeug aus daher. Also ich habe die Comics schon immer gern gelesen. Und die heißen ja bei uns Mickey Mouse, die Hefte, und Ja. in anderen Ländern heißen sie Donald Duck, weil die den Donald wesentlich sympathischer finden als diese besserwisserische kleine, strebsame Maus. So ging Okay. es mir auch. Es gibt in meiner Sammlung keine einzige Maus. Ich mag diesen Donald, diesen Typ mit den 500 Jobs, der immer wieder aufsteht, sich nicht unterkriegen lässt, einen leichten Dachschaden hat. Das ist einfach eine tolle. Wir sind wir nicht alle ein Da bisschen kann man sich Donald? ein bisschen auch identifizieren Sag mit, ich doch, gell? sind wir nicht alle Ja, ein bisschen Donald? ja. Und dann habe ich vor 30 Jahren auf dem Flohmarkt eine Figur gekauft, in London. Meine Frau hat gesagt, schon mal so einen schönen Donald, den magst du doch. Dann kam eine zweite dazu, eine dritte und eine vierte und jetzt sind es 4000. Also es gibt einen Riesenraum bei uns im Haus, der ist nur gefüllt mit den Figuren. Und ab und zu dürfe es raus, jetzt wie gesagt nach Leinfelden, ein echter Ding, was mich sehr ehrt, 70 Jahre Ehepaar. Sie waren schon in Pforzheim, manche waren schon weiter weg auch. Die große Schau im Regierungspräsidium, es waren ja über 7000 Besucherinnen und Besucher. Die Krass. wiederholen wir 2022. Das steht schon Sehr fest. schön. Ja, was sagt deine Frau dazu? Zu den Donalds. Ja. Ja, das ist ganz interessant. Sie ist unglaublich tolerant, solange sie im Zimmer bleiben. Also, Okay. wenn du bei uns ins Haus kommst, wirst du denken, ja, wo ist denn jetzt, Wo ist der Donald? wo ist das Zeug? Das ist unten in einem wunderschönen Raum. Also, sie hat mir geholfen, den toll einzurichten mit Vitrinen. Ist alles edel. Da steht auch mein Schreibtisch drin. Also, ich habe immer viele tausend Augen, die gucken, ob ich auch was schaffe. Ja? Klar. Und es sind wirklich nur Schnabeltiere. Wie gesagt, Mäuse kommen mir nicht ins Haus. Ich meine, wir haben jetzt über so viele Dinge kurz gesprochen. Du bist auch immer unterwegs, immer am Arbeiten, immer am neue Sachen ausdenken, austüfteln. Wie kommst du von dem ganzen Trubel wieder runter, so zum Abschalten? Wir wohnen sehr schön im Grün. Das heißt, der Garten ist mir wichtig oder auch die Bäume und ein bisschen sich fallen lassen können in der Natur. Ich habe eine tolle Familie. Wir haben drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Und Familie ist mir ganz wichtig. Die Söhne wohnen nicht mehr zu Hause, aber wenn sie kommen, dann sitzen wir zusammen. Wir spielen viel. Ich lese unglaublich gern. Ich bin weniger einer, der sich vor die Glotze oder vor Netflix setzt, sondern ich bin immer dann auch am Bücher lesen, die mich interessieren, wo ich wieder was rausholen kann, spielen, in die Natur gehen. Also ich nutze dann die freie Zeit auch ganz konsequent. Und was mir auch wichtig ist, wenn Familienzeit ist, dann ist Familienzeit, dann ist Ja. dieses piepsende Ding aus. Und dann versuche ich mich komplett zu konzentrieren auf das, was schön ist. An was denkt Martin Wacker, wenn er einschläft? Ich versuche daran zu denken, was ich Schönes in den nächsten Tagen vorhabe und nicht an die Arbeit. Also das habe ich mir immer vorgenommen zu sagen, ha, guck mal, übermorgen Abend ist ein schönes Theaterstück oder, aber nicht am nächsten Morgen um 8:30 Uhr muss ich an den Schreibtisch. Also das nehme ich mir immer vor und am liebsten denke ich natürlich an meine Frau und an die Kinder und Klar. an das Schöne in der Welt. Ich glaube, das muss man sich immer so ein bisschen beim Einschlafen sagen. Denk an das Schöne, auf das du dich freust und denk nicht an den Stress, den du hast. Und dann schläft man ganz gut. Also ich schlafe gut. Das ist gut, das ist wichtig, ganz wichtig Ja, auch, dass man absolut. gut schläft. Ja. Ja, also das war auch schon unser Talk. Eine Frage. Am Ende stelle ich immer, was ist für dich Heimat? Heimat ist für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Freunde habe, wo ich schon beim Betreten von einem Lokal weiß, was die kochen. Okay. Wo ich Musik höre, wo ich weiß, das ist auch ein Stück Heimat. Also Heimat ist nicht unbedingt ein Ort, Heimat ist eine Atmosphäre und Heimat sind Menschen. Ja? Oder der Harald Husch hat es mal so schön gesagt, Heimat ist da, wo einem Leute so gut verstehe, dass man manchmal schon beim Schwätzen merkt, es wäre besser gewesen, wenn man hätte das Maul gehalten. Ja. Also das ist für mich auch Heimat. Okay, das war wirklich sehr interessant, sehr vielseitig. Und ja, ich bin wirklich sehr stolz, dass es so jemand gibt wie dich, der so viele Dinge anpackt und nach vorne treibt. Das ist wirklich meinen ganzen Respekt dafür. Danke dir. Es war eine Riesenehre, dass du da warst. Wirklich, wir haben über einiges gesprochen. Schaut im Internet nach deiner Sache, die ihr alle macht. Es lohnt sich wirklich. Das war Was ist los mit Martin Wacker. Danke für die Einladung. Gerne.